Der Podcast, der dann aufgenommen wird von mir und dem Frank, Ja. der Saisonfazits-Podcast, aber wir wollen natürlich auch gleich ein bisschen in die nächste Saison reinblicken. Deswegen würden wir auch mit dir natürlich gerne erstmal ja, über dein Fazit sprechen wollen. Du bist ja als vereinsloser Spieler zum FCE gekommen. Jetzt ist die Genau. Saison nicht zu 100% ideal ja, ausgegangen. Trotzdem, ja, wie ist dein Fazit trotz Corona und den Umständen, sage ich mal? Ja, für uns natürlich extrem bitter gelaufen. Letztendlich, wir haben uns, ja, als ich gekommen bin, habe ich mir persönlich und die Mannschaft auch natürlich viel vorgenommen. Diesen Rückstand, den wir ja, hatten zum Anfang der Saison, natürlich irgendwie wettzumachen und den Anschluss an die Tabellenspitze zu verkürzen. Das ist uns ja dann auch gut gelungen. Bis zur Winterpause haben wir ja eine Serie gestartet und ja, waren dann ganz oben, wo wir uns natürlich auch nicht mehr vertreiben lassen wollten. Den Platz wollten wir natürlich behaupten, da oben an der Sonne. Und ja, ist uns in der ja, Rückrunde dann leider nicht gelungen, zum Start der Rückrunde nach der Winterpause. Aber es wusste natürlich auch keiner, dass ja, es letztendlich die Situation dann so kommt, wie sie gekommen ist, bezüglich Corona. Von daher haben wir uns für die letzten 9 Spiele natürlich noch viel vorgenommen und ausgerechnet und ja, einen Punkterückstand von 2 Punkten, ja, da war, glaube ich, war noch alles drin. Und ja, sind da auch dementsprechend positiv in das letzte Drittel der Saison gegangen, um das große Ziel, den Aufstieg beziehungsweise erstmal die Meisterschaft und dann die beiden Relegationsspiele zu erreichen. Und ja, haben uns dann durch Corona oder mit Corona haben wir uns dann trotzdem versucht, so vorzubereiten, dass wir noch spielen. Das wurde uns dann leider verwehrt. Wir hatten alle gehofft, dass wir eine sportliche Lösung ja, bekommen und haben eine sportliche Lösung angestrebt. Die wurde uns dann auch leider verwehrt. Und ja, dementsprechend blickt man ja irgendwie zwiegespalten auf die Saison zurück. Zum einen bin ich natürlich froh, dass ich in Cottbus bin und hatten ja auch wirklich eine erfolgreiche Zeit, gerade die Hinrunde bis zur Winterpause, wo wir, wie gesagt, die Serie gestartet haben, war ja äußerst erfolgreich. Aber dass es dann so kommt und ja, wir dann die Meisterschaft per Quotientenregel, ja, dass sie so entschieden wird, das war nicht abzusehen. Von daher ja extrem bitter für uns. Wir hätten gerne die Chance gehabt bis zum Ende oder ja auf eine sportliche Lösung und haben gehofft, dass wir die Aufstiegsspiele bestreiten können, die Relegationsspiele. Das wäre, denke ich, auch ja realistisch gewesen. Ja, und jetzt greifen wir einfach im nächsten Jahr neu an und versuchen, ja, positiv nach vorne zu blicken. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich zuerst fragen soll, weil du hast quasi beides schon angeschnitten. Ich komme jetzt erstmal zu der nächsten Saison. Du warst ja, abgesehen von denen, die eh schon einen Vertrag hatten für die nächste Saison, einer der ersten, die ja den Vertrag verlängert haben. Wie kam es dazu? Lag es daran, dass du dich doch hier ziemlich wohlfühlst? Und ja, natürlich die Frage, was sind deine Ziele denn für die nächste Saison? Was nimmt man sich jetzt vor nach diesem, ja, du hast es gesagt, ärgerlichen Ausgang, auf den man so ein bisschen zwiegespalten guckt? Ja, es war so, dass der Verein schon, ich glaube, im Januar oder Februar, also ziemlich zeitnah, auf mich zukam und ja, wir Gespräche geführt haben bezüglich einer Verlängerung. Da war die Tendenz des Vereins war so, dass sie gesagt haben, ja, wir würden gerne langfristig mit dir weiter zusammenarbeiten und halt über das Jahr hinaus. Liga unabhängig und ja, haben mir in den Gesprächen da dementsprechend auch ein hohes Vertrauen, eine hohe Wertschätzung entgegengebracht.
Und ja, ich habe mich, das habe ich glaube ich schon auch öfter betont, schon vom ersten Tag an extrem wohlgefühlt in Cottbus, in der Stadt, im Verein, in der Mannschaft. Und ja, das ist für mich als Spieler natürlich sehr wichtig, dass es sowohl sportlich als auch ja, darüber hinaus passt. Und das war dementsprechend so. Und von daher haben wir die Gespräche aufgenommen und haben uns dann ja auch ja, dann vor kurzem einigen können. Und ich bin froh, dass das geklappt hat, dass ja, wir da auf einen Nenner gekommen sind und dementsprechend ja, weiter zusammenarbeiten. Ich freue mich auf die neue Saison. Bin auch froh, wenn es endlich wieder losgeht, wenn wir wieder, ja, wenn ein normales Mannschaftstraining hoffentlich bald wieder zu denken ist und ja, wir zusammen als Team, als gesamtes Team wieder auf dem Platz stehen. Ja, und uns dann auf die neue Saison vorbereiten. Und ja, die Ziele sind natürlich so, dass ich mit der Mannschaft ja, mir die höchstmöglichen Ziele stecke. So, da kann ich für mich sprechen, dass ich natürlich wieder ganz oben mitspielen will. Hoffentlich natürlich um die Meisterschaft, um den Aufstieg. Das ist mein Ziel. Ja, inwiefern das dann realistisch ist, das hängt von uns ab, von vielen Dingen, von unserer Leistung. Aber ich denke schon, dass man ja, optimistisch und positiv in die neue Saison gehen sollte und ja, da für sich auch irgendwo ausgibt, da oben ja, mit dem einen oder anderen, mit der einen oder anderen Mannschaft natürlich ein Wörtchen mitzureden um den Aufstieg, um die Meisterschaft. Und ja, so sind da meine Ziele, die ich da für mich so formulieren kann. Ja. Ich denke mal, da werdet ihr in den nächsten Tagen, spätestens wenn Trainingsbeginn ist, ja noch oft genug darauf angesprochen werden, was denn, was ihr euch in der nächsten Saison vornehmen werdet. Da werden sich ja dann wahrscheinlich auch noch die Trainer und so weiter dazu äußern. Das Jetzt hast stimmt, das stimmt. du vorhin aber schon diese Relegation dann angesprochen. Hast du trotzdem mal die Zeit gehabt, dir die Spiele anzugucken, die beiden Relegationsspiele? Ich habe mir tatsächlich das gestrige Spiel angeguckt. Im Hinspiel war ich noch im Urlaub, habe ein paar Tage Urlaub gemacht und ja, auch mal das Handy zur Seite gelegt, beziehungsweise dann auch nicht jedes Spiel verfolgt, habe mir dann im Anschluss die Highlights angeguckt natürlich, aber das Spiel live habe ich dann dementsprechend nicht verfolgt. Und gestern aber, ja, habe ich es mir hier zu Hause angeschaut, ja. Hat man, also war es dir dann auch egal, weil ich sag mal, im Endeffekt ist es jetzt ein in Anführungszeichen guter Gegner mehr nächstes Jahr? Oder sagst du, wenn wir E-Meister werden wollen, dann müssen wir auch Lok nächstes Jahr, müssen wir auch vor Lok nächstes Jahr stehen? Ja, das ist ja immer so im Fußball. Letztendlich konzentriere ich mich da schon auf uns und auf unsere Mannschaft und müssen wir bei uns bleiben, bei unserer Leistung und ja, versuchen da zusammen das Bestmögliche rauszuholen und brauchen nicht nach links und rechts schauen, wer jetzt absteigt, wer aufsteigt. Ich denke, ja, das ist auch alles spekulativ, wie dann die Kader aussehen in den anderen Mannschaften nächstes Jahr. Da ist ja auch noch nicht das letzte Wörtchen gesprochen, dass diese Transferperiode, die ja beginnt ja jetzt eigentlich erst und von daher ja, brauchen wir da gar nicht nach links und rechts schauen, welche Mannschaften da als Konkurrenten in Frage kommen, beziehungsweise wie sich dann die Kaderplanung in den anderen Vereinen auch gestaltet. Das ist mir eigentlich auch relativ egal. Wir müssen auf uns schauen, auf uns fokussieren und ja, jetzt gut in der Vorbereitung arbeiten, den Grundstein legen und dann schauen wir mal, wie sich das von Spieltag zu Spieltag dann entwickelt, wie wir zusammenfinden und ja, welche Leistung wir dann letztendlich abliefern. Das ist dann unabhängig von den anderen Gegnern. Ich glaube, da sollten wir bei uns bleiben, wie gesagt. Okay. Apropos Urlaub, bevor wir zur letzten Frage kommen, du meintest zwar, du hast das Handy versucht wegzulegen, aber geuploadet hast du ja trotzdem ganz schön fleißig. Jetzt muss Genau, ich aber ja. trotzdem nochmal nachfragen, wo du warst, weil
um mich jetzt mal ein bisschen einzuschleimen, das sah schon ziemlich geil aus. Wo war das? Ja, also da muss ich mich noch mal so ein bisschen selbst in Schutz nehmen. Also es war wirklich so, dass ich viele Nachrichten und so weiter gar nicht großartig beantwortet habe und auch jetzt nicht groß am Handy war, um zu telefonieren oder um, wie gesagt, Nachrichten zu schreiben, sondern es dann einfach mal genau für rausgeholt habe, um Fotos zu machen. Das war eigentlich der einzige Grund, aber ist danach dann eigentlich auch schon wieder weggelegt und geuploadet habe ich es dann eigentlich auch ja verzögert. Also die Tage haben dann nicht so dem entsprochen, ja, an dem Tag ich es dann auch hochgeladen habe. Von daher war das dann alles ein bisschen verzögert, aber du hast recht, man konnte natürlich auf Social Media, besonders auf Instagram, ja, verfolgen, dass ich da dann im Nachhinein schon auch ein bisschen aktiver war und das ein oder andere Bild bzw. Video hochgeladen habe. Zu deiner Frage, ich war mit meiner Freundin erst ein paar Tage in Südfrankreich. Dort haben wir Freunde besucht, die uns ja eingeladen haben, die gesagt haben, komm vorbei. Das war eher spontan, weil wir normalerweise nur Südtirol und Österreich geplant hatten und ja, dann aber mit dem Auto noch ein paar Kilometer mehr auf uns genommen haben, spontan. Und ja, das ließ sich dann auch so vereinbaren mit den Urlaubstagen und so weiter. Von daher war das sehr schön. Wir waren erst ein paar Tage in Südfrankreich, in Saint-Tropez und sind von dort weiter nach Südtirol, waren ein paar Tage bei Brixen. Sind dann weiter nach Meran, haben uns dort ja, ein paar Tage aufgehalten und der letzte Stopp war dann in Österreich, in Leogang im Salzburger Land. Und ja, von dort aus ging es dann wieder nach Hause. Also war sehr, sehr schön, super Wetter gehabt, viel die Natur genossen und bewundert und ja, war alles in allem ein sehr erholsamer und schöner Urlaub. Ja, die Frage ging auch so ein bisschen ins Eigeninteresse, weil, wie gesagt, also wenn die, die das hören, Inspiration für ihren nächsten Urlaub brauchen, Niklas Elbeck, Instagram-Account, die Bilder werden, denke ich, mal online bleiben, kann man sich mal gönnen. Ja. Kommen wir aber nochmal zurück zum Fußball, wo wir das letzte Mal geredet haben, da wussten wir ja selber noch nicht, wie es und ob es weitergeht. Mittlerweile wissen wir ja, oder hat ja jeder Fußballfan mitbekommen, was passiert ist. Man weiß aber immer noch nicht, wenn ich es richtig mitbekommen habe, dass oder wie überhaupt die Saison starten wird in der Regionalliga Nordost. Ich schätze mal schon, dass Geisterspiele auch da das Wahrscheinlichste sein werden. Wie empfindest du das? Du hast ja jetzt auch wahrscheinlich das ein oder andere Spiel, sei es gestern, das Relegationsspiel, vielleicht auch mal Bundesliga geguckt, gesehen. Deine Meinung zu Geisterspielen? Du bist ja nur jemand, der dann es wahrscheinlich auch, wenn es so kommt, auf dem Platz als Spieler miterlebt. Kannst du dir das vorstellen? Könnte das schon ein Nachteil, vielleicht sogar ein Vorteil sein? Weiß man nicht. Einfach mal deine Meinung über diese Geisterspiele. Ja, ich denke, das habe ich auch schon das eine oder andere Mal betont und mit der Meinung bin ich, glaube ich, ja nicht alleine, dass ja natürlich der Fußball so mit Geisterspielen nicht derselbe ist wie mit Zuschauern. Also das fehlt einem, wenn man vorm Fernseher sitzt, merkt man das, die Emotionen, dieses ganze Spektakel, dieses ganze Event dann auch Fußball, da gehören die Fans ja natürlich dazu und da ja, fehlt einem diese ganze Emotionalität. Und so geht es, glaube ich, dann den Spielern auf dem Platz, die das jetzt erlebt haben, auch. Es ist nicht dasselbe, es fehlt etwas und man wünscht es sich natürlich so schnell wie möglich auch zurück. Da kann ich, denke ich, für jeden Fußballer sprechen. Aber ja, wenn es nicht anders möglich ist und die Situation sich so gestaltet, dass ja, Geisterspiele erstmal an der Tagesordnung stehen werden, auch für uns, dann müssen wir das so hinnehmen. Ich glaube schon, dass der Ausgang dann ja schon etwas ungewisser ist. Gerade diese Heim- und Auswärts, dieser Faktor ja, fällt dann weg. Von daher, ja, wird das dann, glaube ich, schon auch Einfluss auf die Ergebnisse haben. Für uns wäre es natürlich enorm wichtig, zu Hause vor unseren Fans zu spielen, mit unseren Fans zusammen.
weil man schon merkt, dass das ein wichtiger Faktor ist, dass wir da nochmal ja, extreme Kräfte freisetzen können und mobilisieren können. Und ja, dass sowas immer natürlich auch auf die Mannschaft oder auf die Leistungen auf dem Feld übertragen wird. Ne? Und von daher hoffe ich, dass das zeitnah wieder möglich ist, dass wir uns dann alle wiedersehen können in unserem Stadion. Und ja, wir zusammen dann wieder auch um Punkte kämpfen können und hoffentlich dann auch zu Hause ja, schnell wieder 3 Punkte einfahren werden. Aber ja, wie du schon gesagt hast, das ist, glaube ich, alles noch sehr, sehr ungewiss. Und wir müssen da einfach abwarten, wie da die Entscheidungen gefällt werden. Aber ja, Fußball ohne Fans, ohne Zuschauer ist so natürlich ja, auf lange Sicht nicht denkbar und ja, auch nicht wünschenswert, nicht im Interesse aller. Da kann ich, glaube ich, für jeden sprechen. Ja, ich weiß nicht, hast du die Bilder aus Dänemark gesehen? Ich glaube, in einem Stadtderby in der ersten Liga haben sie ja so Ausnahmeregelungen gemacht, dass sie Leute ins Stadion gelassen haben, die dann aber Okay. 3 Sitze nebeneinander saßen. Also auf 4 Sitze kam eine Person und auf zwei Okay. Reihen auch eine Person. Das Hast du dir habe ich aber gar nicht nicht angeguckt, verfolgt. oder? Nee, Okay. habe ich nicht gesehen. Okay, kann ich dir vielleicht mal senden? Kannst du dir mal angucken? Könnte man auch, fällt mir gerade einen Podcast besprechen, ob das vielleicht eine Option wäre. Ich fand es ehrlich gesagt nicht gut. Der einzige Vorteil ist, dass man dann halt wenigstens im Stadion das Spiel gucken kann, aber dass da keine Stimmung aufkommt, wenn man 5 Meter nebeneinander sitzt. Naja, und ich glaube sogar, dass in den Niederlanden Anfang der Saison Fangesänge verboten sind. Die lassen auch Okay. teilweise Fans wieder rein, aber ohne Fangesänge, ohne Atmosphäre. Ich meine, gut, klatschen ist auch schön, aber Ja, aber ich auch glaube, da nicht dasselbe, wird man ne? sich auf Kompromisse einstellen. Ne, Ja. davon gehe ich auch aus. Ja. Gut. Energie FM weiß auch noch nicht übrigens, ob es die Spiele kommentieren darf. Wir hoffen es natürlich. Ja, Aber das hoffen wir Regionalliga alle. Nordost ist ja immer, liegt nicht in den Händen von den Kollegen aus der dritten Liga. Die dürfen Ne. wenigstens kommentieren. Das ist immerhin ein Service. Da müssen wir uns auch noch gedulden. Ansonsten haben wir die größten Fragen abgearbeitet. Es geht bald wieder los mit dem Training. Hast du auch selber gesagt, was machst du jetzt noch die Zeit? Du bist ja jetzt wieder bist du in der Heimat. Darf man sagen, wo du gerade bist, was du vor dem Interview gesagt hast? Ja, ich denke schon. Also genau, ich bin in der Heimat, gerade bei meiner Familie mal ein paar Tage in Kassel und werde dann noch ja ein paar Tage, bevor es dann nächste Woche wieder losgeht, in Braunschweig mit meiner Freundin verbringen und ja, nutze die Zeit jetzt für mich, um mich körperlich dann auch auf ein gutes Niveau zu bringen für den Trainingsstart. Dass man dort auch ja, gut vorbereitet in die ersten Trainingstage geht und ja, arbeite tagtäglich an meinem oder unserem Trainingsplan, Laufplan, Kraftplan, das, was wir ausgehändigt bekommen haben, ja, absolviere da die Einheiten und ja, bereite mich zusätzlich auch ein bisschen auf mein Studium vor, beziehungsweise ja, nutze die Zeit, um dort, was das Studium betrifft, ja, einiges aufzuarbeiten, um mich auf die nächsten anstehenden, ja, Klausuren vorzubereiten. Und ja, so sieht der Tagesablauf eigentlich aus, im Groben. Darüber hinaus, ja, verbringe ich natürlich die Zeit, die ich habe, jetzt noch ein bisschen mit der Familie und mit Freunden, die ich ja auch dann nicht so oft sehe. Von daher, ja, genieße ich die Zeit noch, die letzten Tage, bevor es dann wieder losgeht und freue mich aber auch auf den Trainingsstart, auf die Jungs, auf die neue Mannschaft und ja, auf die Arbeit auf dem Platz und das Kicken, was man natürlich vermisst, wo es jetzt schon wieder kribbelt in den Füßen. Ja, dann wünschen wir dir viel Spaß dabei, beziehungsweise viel Erfolg, wenn du meinst, du studierst noch Genau. nebenbei. Und ja, wir bedanken uns. Haben wir wieder die 20 Minuten voll gemacht. Ja, Nicht schlecht. perfekt. Und ja, vielleicht sieht man sich beim Training, bei den Testspielen, je nachdem. Genau. Und ja, bis dahin alles Gute, würde ich sagen, und danke. Ja, danke ebenfalls. Und dann freue ich mich auch, wenn wir uns mal wiedersehen.
Ja, bis Genau, dahin, wir alles warten ja Gute. noch, das erste Tor von dir kommentieren zu dürfen. Das Ja, mal so noch genau. als letztes Ziel vielleicht. Das ist ja ein persönliches Ziel, genau, für mich. Und aber auch wenn es nicht klappt, freue ich mich auch ohne Tor in der nächsten Saison, wenn wir dann zusammen unser großes Ziel erreichen. Genau, alles klar, Ne. mach's gut, man sieht Danke, bis sich. dann. Ciao, Ciao, ciao. ciao.